Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu Assetto Corsa Competition hier auf der Xbox One X zum zweiten Rennen auf oder in Laguna Seca. Und was ich gerade sehe, wir starten ja von der Pole Position aus, beziehungsweise wir starten ja von der Pole Position vom ersten Startplatz aus. Also, ich habe jetzt ein bisschen was verwechselt. Ich habe im ersten Rennen noch gesagt, Q1 und Q2, dass wir gefahren sind, werden zusammengerechnet. Nee, also wirklich, Q1 und Q2 sind quasi jeweils geteilt für das jeweilige Rennen. Und wir sind nämlich im Q2, ja, die Pole Position herausgefahren und starten damit von Platz 1 aus. Kurze Analyse zu Rennen Nummer 1 kommt eigentlich, ja, nee, können wir, komm, kommt jetzt eigentlich, weil wir starten nämlich hier relativ weit hinten. Anlasser an. Und auf geht's, machen wir schon mal den Boxenlimiter einfach mal an. Einfach aus dem Grunde haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben bestattet uns sowieso noch ein bisschen Zeit. Ja, reden wir über die Rennstrategie. Rennen 1 aufgefallen war auf alle Fälle, die frischen Reifen sind weitaus besser. Ist ja normal. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass selbst die alten Reifen super Zeiten zu fahren sind. Ist vielleicht auch der Fall, aber doch mit dem neuen kann man sanfter und trotzdem schnelle Runden fahren. Und deshalb, ja, was machen wir hier? Natürlich den ersten Platz versuchen zu verteidigen, dass wir halt trotzdem vom Platz 1 aus dann ins Rennen gehen können und dann 3-4 Runden richtig schöne, schnelle, konstante, aber richtig ins Asphalt brennende Zeiten fahren können. Und dann kommen wir an die Box, frische Reifen, und da machen wir weiter. Das ist das Einzige, wo ich mir das vorstellen kann, was gehen würde. Wenn wir jetzt zum Beispiel gleich in der ersten Runde an die Box gehen, da geht das Boxstoppfenster auf, könnte man natürlich im Getümmel im Verkehr hängen bleiben. Oh, schalten wir hier alles aus. Oh, machen wir hier so ein bisschen die Reifen und bremsen wir. Und dann legen wir uns mal auf die Lauer, auf unsere Seite hier. Hier haben wir so ein bisschen die Fahrzeuge rangelassen. Und jetzt geht's los. Wo ist der Porsche? Okay, auf der rechten Seite. Sehr schön. Hoppla. Bisschen den Halt verloren, aber den erstmals verteidigen können. Wiederholung, gucken wir uns gleich nochmal an. Versuchen erstmal hier so ein bisschen die Linie zu verteidigen. Wie gesagt, jetzt geht es darum, jetzt ist die Lücke auch groß genug. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Hier wieder der Linksknick, der ja immer so schwierig und gefährlich ist. Kommen wir gut durch. Ja, Boxstoppfenster ist auch offen. Habe ich ja schon mal im ersten Rennen gesagt, wir haben hier ein Boxstoppfenster von knapp 20 Minuten, sprich schon in der ersten Runde öffnet dieser sich. So, hier bremsen wir nochmal ordentlich ab, beziehungsweise lassen wir ein bisschen Tempo raus, dass auch alle hinterherkommen und sich die Reihen so ein wenig lichten. Und ganz spät geht erst die Ampel auf grün. Jetzt geht's nämlich los. Wir kommen trotzdem gut weg. Der Porsche gleich fast auf derselben Höhe. Lassen uns aber außen, reicht viel Platz. Auch der Porsche mega fair, ist er nicht zu früh reingezogen. Und ja. Jetzt sehen wir mal raus, wahrscheinlich. Ich dachte doch, der Porsche wäre auf meiner Seite und wollte da ein bisschen aufpassen. Hab dann so ein bisschen das Hinterrad verloren. So, erste Runde mit der 1.30.1. Mega gute Zeit. Vom Start weg, muss man echt mal sagen. Wie schaut es eigentlich bei euch aus? Mögt ihr eher fliegende oder stehende Starts? Also, fliegende haben schon was. Es ist dann natürlich mehr Geschwindigkeit. Aber so ein, ja, so ein stehender Start ist auch irgendwie cool. Es ist alles so ein bisschen enger beisammen, finde ich dann persönlich. Hm.
Naja, ein bisschen das Auto verloren. Trotzdem, der Abstand ist immer noch gut. Kam hier sehr gut durch den Linksknick. Mal gucken, welche Zeiten wir hier fahren. Wie gesagt, niedrige 1,27er Zeiten wären super. Sehr gut hier rein, war ein bisschen schwierig zu nähen. Da geht auch langsam die Sonne runter, man merkt es schon so ein bisschen. Hier kommen wir weit raus. Wie gesagt, ich muss hier wirklich versuchen, wirklich ein bisschen mehr zu pushen, was auf der Strecke nicht allzu einfach und vorteilhaft ist. So, wo bleibt die Uhr stehen? 1,27,6, super Zeit. Oh, die Reine hinten lichten sich schon, die beiden Porsche können auf alle Fälle den Pulk da hinten entfleuchen und nehmen jetzt Jagd auf mich. Ah, ich fühle mich mit dem Auto jetzt richtig gut, fühlt sich auch sehr gut an, muss man sagen. Mal gucken, was der Abend bringt, wir fahren ja halt wirklich in diesen Abend hinein. Also ein paar Runden werden wir auf alle Fälle schön mit Scheinwerfer hier lund fahren. Und das Ganze mal hier wirklich bei Nacht und sternklaren Himmel, wenn die Wolken natürlich so bleiben. Wir wissen ja auch nicht, wie das Wetter hier bleibt tatsächlich. Denn durchfahren. Schöne letzte Kurve. Wird vielleicht ein Ticken besser. Ja, 27,3. Den Bremspunkt hier gefunden. Oh, der Porsche kann sich von seinem Werkskollegen und von seinen Markenkollegen da auf alle Fälle schon mal lösen. Kommen wir hier auch sehr gut durch. Hat sich sehr gut angefühlt. Immer wieder der Blick nach hinten. Den kann ich aber auch nicht widerstehen, auch wenn ich eine Rückfahrkamera habe, weil ich finde die Rückfahrkamera, die, ja, die verzerrt das ein wenig. Oh, hier kommen wir sehr sauber durch, sehr ruhig. So, dann gucken wir mal, welche Zeiten hier gefahren werden. Der erste ist, glaube ich, schon an der Box. 1,27. Und gegen 1,27,4. So, okay. Repariert muss nichts werden. Für den Boxstopp wäre jetzt quasi alles gegeben und gültig. Ein bisschen weit raus. Okay. Weil ich würde jetzt an die Box tatsächlich fahren. Ich merke nämlich schon so kleine minimale Einbrüche der Reifen. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger, die Zeiten nämlich zu fahren. Oh nein, nein, nein! Huh!
Au, wei, oh wei, oh wei, was mache ich denn da schon wieder? Ich wollte es gerade sagen, es wird schwierige Zeiten zu fahren und ein bisschen mehr reinzulegen. Ah, so. Jetzt noch hier pünktlich bremsen. Okay. Hallo. Oh, Mann, 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 ey. Schon wieder dieser katastrophale Fehler, ey. Kurz mal Wasser trinken, Verzeihung. Ja. So. Puh. Und weiter geht's. Soll ich jetzt die Boxenausfahrt hier einigermaßen erwischen? Oh, 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 oh. Ja, keine Zeit gut gemacht, das ist mir auch klar. Er muss hier wirklich pushen. Jetzt muss sie richtig pushen. Aktuell auf dem 17. Platz. Können gleich mal eins weiterschalten. Oh Gott, waren die schon alle an der Box gewesen? Kommen auf alle Fälle am Audi da ran. Weil ich glaube, die sind alle schon gestoppt, war alle auf grün. Eieiei. Also ein paar werden auf alle Fälle nochmal stoppen, aber jetzt haben wir durch den Dreher so viel Zeit verloren. Alle schon wieder weggeworfen. Ja, ich denke mal, hier wird man es gleich gut sehen können, was passiert ist. Kurve gut genommen, ein bisschen rüber und ja, nicht genau beim Gegenlenken den Schalterpunkt erwischt und den Wagen wirklich aber vollkommen verloren. Na, wo sind wir denn jetzt? Eieiei, da hält zum Glück der Nissan die anderen so ein bisschen, auch wenn wir noch ein bisschen Schwein gehabt. So, gucken, was wir als erste gezeitete Runde hier fahren können. Oh, da kommen wir sehr nah ran am Audi. Oh, wagen wir es gleich. Car on the right. Ja. Wir wagen es. Wow, was für ein schönes Überholmanöver. Wir müssen alles hier reinstecken, was geht. So, gucken wir uns mal das schöne Überholmanöver an. Hier haben wir schon angefangen, gut Schwung mitzunehmen. Und jetzt in diesen Linksknick, den wir traumhaft genommen haben, richtig viel Schwung mitgenommen. Saugen wir uns nach und nach ran. Und ich habe es mir öfter schon mal ausgeguckt. Wir können da gut schnell mal reinbremsen. Die Bremsen ticken früher, machen weit auf. Und da sind wir auch schon.
Super Überholmanöver. Uiuiui, war das knapp gewesen. Okay. Der dachte sich wahrscheinlich auch so. Wo kommst du jetzt gerade her? Können wir das gleiche Spiel nochmal machen? Ich weiß ja nicht. Ja, können wir. So, wir müssten hier, glaube ich, im Mercedes oder BMW sein, bei dem wir fast vor die Schnauze gefahren sind. Da sind wir im Pink, da drehen wir uns voll weg und können gerade noch so die Linie halten. Er hat sich auch wahrscheinlich so, ey, mach mir mal bitte schön Platz. So, langsames Auto, was heißt das? Ach, vor uns, ach nee, müsste die Lichter anmachen. Können wir gleich mal machen. So. Ja, puh, schwierig, schwierig, schwierig. Was können wir noch einigermaßen gut machen? Ein Augenblick. 6 Minuten nur noch. Das sind gerade mal nur noch 4 oder 5 Runden. So, aus dem Dreikampf wird ein Vierkampf. Mal gucken, was sie da vorne jetzt hier gleich machen werden. So, hier ein bisschen Schwung mitzunehmen. Ah, da halten die uns aber ordentlich auf. Nee, nee, nee. Willst du da machen? Kannst du nur abwarten, mal gucken, was die jetzt hier gleich bei der Korkenzieherkurve machen werden. Da kommt Überholmanöver auf alle Fälle. Einer schert da aus. Wir halten uns mal so ein bisschen bedeckt. Funken fliegen. Oh, am Auto vorbei. Komm, Aston Martin. Zumindest haben wir einen guten Fight vor uns, muss man echt mal sagen. Eieieiei, was machen die Jungs hier? Clear on the right.
Zumal alles hier Markenkolleg. Zum Ende wird es hier nochmal richtig spannend. Komm, den kriegen wir da aber auch nochmal. Der Führende ist an der Box, okay. Okay, Jeff, sag ihm Bescheid, ich überhole jetzt. Ja, ist mir egal, ob Marktkollegen hin oder her, ich bremse jetzt hier ein. Car on the right. Scheiße, Jeff. Ich habe keine Schuld gehabt. Keine Ahnung, wo der herkam, das war meine Linie denn gewesen. Mann. Trouble in Little China, wollte ich gerade sagen. Gut, dann schauen wir uns mal hier den Vierkampf an. Es geht jetzt hier rein in den Linkstick und man sieht jetzt sofort Aston Martin gegen Aston Martin. Er schert da links aus. Oder ist ein Bentley? Das ist ein Bentley da vorne. Okay. Schert er aus, überholt wunderbar von innen, schön ausgebremst. Und was macht der Bentley? Der kürzt einfach ab, das gibt's doch gar nicht. Und da kommen wir jetzt hier in am Audi vorbei. Das ist hauchdünn, wir geben den ersten Martin noch einen kleinen Schubs. Lass mal ein bisschen Platz für uns macht. Der Audi will nochmal kontern, ist in. Wir können auch von außen jetzt unsere Linie verteidigen, kommen ein bisschen aufs Dreck hinauf. Es ist so spannend, dass man wirklich sagen kann, okay, guck genau hin, was jetzt passiert. Wir sind jetzt hier Start- und Zielgeraden. Schön im Windschatten vom Aston Martin saugen uns heran. Zu unserer linken Seite kommen auch noch Autos raus. Da müssen wir selber nochmal aufpassen. Das ist so richtig eng und können jetzt am Aston Martin vorbeifahren. Ganz, ganz knapp am Bentley vorbei. Fast am Heck getroffen. Und jetzt ziehen wir uns quasi bis zu der Korkenzieherkurve hinauf. Hier geht es nämlich durch den Linkstick richtig gut erwischt und ich habe schon zu Jeff gesagt, ich überhole jetzt, komm, was will und bremse richtig spät ein. Hartes Manöver, richtig hartes Manöver, sind aber jetzt hier gut in, was macht er? Okay, er muss ihn entkommen, aber trotzdem, er hat schon beim letzten Mal so abgekürzt und jetzt, das war einfach jetzt einfach mal die verdiente Strafe gewesen. Unser Aston Martin-Kollege will versuchen, uns da noch irgendwie zu attackieren. Wir lassen ihn keine Chance und sind so mittlerweile auf Platz 7. Und jetzt sogar mittlerweile Platz 5. Was ist denn hier los? Aber zum vierten ist es noch sehr weit. Den kriegen wir nicht mehr. Das hat sich bewahrheitet tatsächlich. Von der Rennstrategie her, von der Boxenstoffstrategie her. Die neuen Reifen sind einfach unfassbar stark. Trotz unseres Drehers und trotz den ganzen in dem Feld herumgefahren, konnten wir ja so eine 2-3 Runden für uns fahren und sind da hier wirklich sehr gute Zeiten gefahren. Und ich denke mal, wir haben hier nicht mehr allzu viel. Könnte schon die vorletzte oder letzte Runde jetzt sein. Also bis hierhin war das Rennen spannend allemal. Der Dreher war wieder unnötig gewesen. Aber das ist halt wirklich in der Kurve ziemlich schwer. Fährst du ein bisschen abseits, das ist auch der Grund, warum die KI dann wahrscheinlich so ein bisschen geradeaus fährt. Fährst du abseits und willst Gas geben, du bist sofort in so einem komischen Hügel. Du verlierst alles am Fahrzeug, an Ballons und Auto dreht sich einfach. Okay, das heißt, es müsste eigentlich auch fast die letzte Runde sein. 20 Minuten sind jetzt um. Wer ist denn da vor uns? Müsste aber jemand sein wahrscheinlich, der für die Überrundung freigegeben ist. Ja.
Ich hoffe mal, der steht uns jetzt hier nicht im Weg, weil der Bentley und die anderen, die sind nah dran, ne? Okay, ja, wo macht... Ach, er macht hier wirklich in der Kurve Platz. Okay, gut für uns. Ja, manchmal machen die auch nicht so Platz, wie sie sollen. Aber alles gut gegangen. Hier, da die Stelle, wenn du da ein bisschen zu weit rauskommst. Beim Umlenken. Okay, der Führende ist in der letzten Runde. Sprich, wir müssen auch noch eine Runde fahren. So. 1,28,3. Versuchen wir vielleicht nochmal die Bestzeit hier zu fahren. Gewinnen wir zwar nichts, keine Trophäe, kein Punkt, aber ist ja auch egal. Ja, nach vorne ist keine Möglichkeit mehr. Nach hinten kommt auch nicht mehr viel, sind auch relativ weit weg. Weiß auch nicht, wo jetzt die Bestzeit liegt. Die werden bestimmt unter 1,27 gefahren sein. Okay. Oh, wenn die letzte Kurve mal gucken, können wir noch eine Zeit rausholen. Wermutstropfen war es auf alle Fälle gewesen. War ein spannendes, war ein sauberes Rennen gewesen. Nee. 1,27,1 am Ende. Oh, da sieht man mal, wie viel langsamer wir waren. Trotzdem hat der Viertplatzierte nochmal auf die letzte Runde nochmal ein paar Zehnte wieder rausgeholt. Hat nicht sollen sein, tatsächlich. Hat nicht sollen sein. Die Porsche, wow, alle drei Porsches auf dem Podium. Und ja, wir warten einfach mal ein bisschen. Maximale Wartezeit 2 Minuten. Das sind natürlich alle durchs Ziel, glaube ich. Man kann sagen, okay, wieder ein großer Fehler, das ärgert mich tatsächlich, weil ich will ja wirklich auf dem Podium fahren, auf dem ersten Platz fahren. Was man trotzdem aber noch sagen muss, ist eins, lieber habe ich jetzt so ein Rennen, wie ich es jetzt gerade euch gezeigt habe und das auch noch mit den Wiederholungen, mit diesen wunderschönen Überholmanövern, als zum Beispiel von Start hinweg auf Platz 1 bis zum Ende zu fahren. Hey Leute, bleibt mal ruhig, wir müssen die Leute noch ein bisschen verabschieden hier. Anstatt, ja, bis zum Ende hin nur auf dem ersten Platz zu verweilen. Von daher, ja, vollkommen in Ordnung. Ja, ich glaube, das hat euch bestimmt ein bisschen mehr gefallen als vielleicht noch das erste Rennen. Also mir hat auf alle Fälle gefallen. Wir haben wundervolle Wiederholung hier eingespielt. Wundervolle Überholmanöver. Unglaublich. Und ja, hier und da ein paar Fehler. Der Dreher vor, naja, eigentlich nicht vor unserem Boxenstopp, weil sonst hätten wir keinen Boxenstopp gemacht. War unnötig gewesen. Gut, nach dem Boxenstopp, da gab es dann auch diesen kleinen Fehler, den da konnten wir auch noch gut ausmerzen. Es hat vielleicht 6, 7 Zehntel gekostet tatsächlich, aber trotzdem, am Ende des Tages ein guter 5. Platz. Und wir gehen jetzt quasi gemeinsam aber in die Hauptzentrale und gucken mal, oh, wir gucken jetzt hier mal, wie die Punkte denn hier ist. Also, 10 Punkte haben wir jetzt dafür bekommen. Gibt es dann hier eine Gesamtpunktzahl? Gesamt sieht es, ach, wieder, wie sieht es denn hier aus? Keine Ahnung. Fortsetzen. Ne, hoppla. Fortsetzen. Ja, bitte. Es müsste, glaube ich, den Gesamtstand hier eigentlich geben, bin ich der Meinung. So, jetzt befinden wir uns hier im Hauptmenü Rangliste. Hier, nächste
Mal geht's nach Spa-Francorchamps in Belgien. So, die Rangliste, wie gesagt, Rennen Nummer 1 in Bathurst war nicht gut gewesen, disqualifiziert. Rennen Nummer 2, glaube ich, Platz 4. Rennen Nummer 3 jetzt so, bis mit Rennen Nummer 1 in Laguna Seca, Platz 4. Und dann am Ende nochmal Platz 5, 35 Punkte. Die Porsche, die sind bärenstark, also nicht umsonst wahrscheinlich ist es mit denen richtig schwer. Wir machen uns gerade hier, ja, mit dem Mercedes und den, ja, AMR V12, auch den Aston Martin da so ein bisschen aus. Also es ist eine kleine Zweiklassengesellschaft, muss man einfach mal sagen. Die Porsche, die sind mega stark, die sind wirklich super, super stark und sehr schwer zu schlagen. Von daher, ja, was bleibt uns anderes übrig, als einfach mal zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt den Ganzen ein Like. Ja, aktiviert die Glocke, muss man ja auch irgendwie mal sagen. Und macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Achso, und bleibt natürlich gesund. Viel Spaß bei all dem, was noch kommt. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.